So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe heute eigentlich schon ein Video gemacht, nämlich die Raider-Mittwoch-Folge, aber heute ist ja auch die legendäre Raid-Stunde wieder mal. Diesmal kein Cresselia, sondern Kyogre und wir sind richtig gespannt, denn eine Stunde jetzt raiden, wir haben eigentlich 7 Arenen auf dem Plan gehabt. Eine fällt jetzt aber raus, ihr seht hier Stolpersteine und Sonnenuhr geht fix, aber Dino fällt schon mal weg, da ist nur ein Zweier oder Einer dran. Wollen deswegen jetzt vielleicht hier oben die zwei noch mitnehmen am Stadtwappen und Alte Kirche, weiter zur X-Raid-Arena am Schwimmbad, was man hier nicht sieht, und dann am Friedhof verenden. Denn das sind nochmal 3 Arenen und mal gucken, ob wir die alle 3 noch mit reinkriegen oder nicht, aber wir sind guter Dinge. Wir werden jetzt von hier nach da laufen, dann schnell fahren, dann wieder anhalten, dann weiterfahren, dann aussteigen, dann laufen und dann ist es auch schon um 7. Das ist erstmal der Plan, jetzt gucken wir mal, wer hier noch kommt. Der Vian wollte eigentlich, der ist da oben aber komischerweise abgebogen. Ich weiß nicht, ob wir den da mitnehmen müssen. Und was hier mit dem Max ist, ob wir den mitnehmen müssen. Und was mit dem Franz ist, aber der wollte eigentlich nur 2 machen. Und ein bisschen chaotisch, aber am Schwimmbad will auf jeden Fall der Deverest dazu stoßen. Da haben wir wenigstens einen klaren Standpunkt. Beim Rest erstmal schauen. So, jetzt warten wir noch eine Minute und dann gehen wir einfach rein. Und wenn ich da ist, auch Pech. Was hat mit mir da? Oh fuck, ich wollte. 23,51. Also habe ich nicht, aber was ist denn jetzt? Aufbewahrungslimit erreicht. Hat jemand einen Shiny? Ja? Noch jemand? Ich muss erstmal hier rein. 23,3. Ja, das sieht gut aus. 22,79. Das ist Mist. Jemand noch ein gutes? 23,51 oder so? Was gibt's da? Auch noch ein Shiny. 22,98. Okay, 2 Shinies in der ersten Runde. Bei mir nur Müll. Das fange ich jetzt erstmal und dann ziehen wir weiter zur Sonnenuhr. Wir müssen euch mal darauf hinweisen, ne? Der Aussteiger, der Wiederkehrer ist zurück. Jetzt hör auf abzuhauen. Ich muss dich doch mal drauf haben. Der Bob ist zurück. Guck mal hier. Oh, ist es nicht süß? Kennt ihr noch den Furzbob? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Wer kennt noch die Tage auf der Feste damals, auf der Feste Coburg mit dem Bob, an den Community Days, Evoli, sonst was, Schengeburger, gab's nicht. Einmal hat man die Chance, aber irgendjemand wollte unbedingt heim und seitdem gab's den nie wieder. Schengeburger mit Süßkartoffelpommes. Hab ich jetzt noch Albträume davon. Und seht ihr die Riesenbratwurst da hinten im Hintergrund? Das kann noch ein Pokestop sein, oder? Müssen wir mal einreichen. Nein, hat neulich... Der Riesenbratwurst, dreht die Kamera in Richtung mir, gell? Nein, das ist Saftbockwurst. Nee, dicke Bockwurst. Ja gut, wir machen erstmal den Raid und gucken dann nochmal, wer irgendwas hat. Guckt euch das mal an. So wird heutzutage gespielt. Das ist Teamwork. Da klappert das Handy, da mit dem Daumen, da mit dem Finger. Da unten wird mal die Attacke eingesetzt. Da geht's wieder ab. Richtig geniale Sache. Ja, und hier alle Hände frei, nichts zu tun. Ne? Ja, ich habe ja auch nur eins. Sehr gut. Alle Pokémon besiegt. So, und das nächste ist down. Wir sehen schon mal, es hat 10 Sonder. Ich glaube 23,19. Und nichts. Jemand über 23,19? Wieso weißt du das schon? Na, wenn es schrumpft, steht es doch immer schon oben, bevor der Fangbildschirm kommt. Shiny. Shiny! Zeig mal. 23,22. 23,30 hat ihn sein Shiny sogar. Damit ist es gerade das höchste. 23,35. Ist ein 38. 35 da, 38. Ja, bestimmt. Fang's doch einfach mal. Fragezeichen. Das ist sehr gut. Das nehmen wir auch mit. Gut, wir fangen wieder und gehen dann los zur Kirche und zum Stadtwappen. So, kurze Übersicht. Bis jetzt 2 Raids gemacht. Insgesamt 3 Shinies. Und ja, der Shiny Glückliche ist jetzt nicht mehr da, der Extreme ist schon weg, sein Account wandert aber noch ein Stück mit. Der Max steht noch draußen, wir haben uns jetzt sofort ins Auto gequetscht, dass es schneller geht und wir gleich dahin. Aber den müssen wir auch gleich noch hier einladen, zwischen uns quetschen und 12 Leute. Mit 16 haben wir angefangen, jetzt waren wir gerade nur noch 13, jetzt sind wir 12. Was war da denn los? Mal gucken, wie viel es dann am Ende ist, aber am Schwimmbad, wie gesagt, will ja der Deverest dazu. Steigen. Ach, und da vorne sehe ich noch den Lift-Up-Raider. Wahrscheinlich mit der Annika und dem Liquid Ghost. Wenn die noch einsteigen, dann sind wir gleich wieder 15. So, und das nächste ist auch down mit
was 22,92, glaube ich. Und Levelaufstieg sogar nach dem 10. Raid, dass das noch möglich ist. Ah, schon wieder Aufbewahrungslimit erreicht. Hat jemand was Gutes? Was, Shiny? 23,18. Wie viel? 23,9. Naja, ich muss mal das eine hier weghauen, damit ich das andere überhaupt fangen kann. Shiny! Auf dem richtigen Account. 23,41 sogar. Richtig gute Sache. Wie viel hast du? Nix. Wir gucken mal, was das jetzt ist. Nee, kein Shiny, aber 22,90. Gut, das fangen wir wieder und gehen gleich in den nächsten Mal. Der ist ja direkt daneben. So, und das nächste ist down. Jetzt guck mal, jetzt habe ich gar nicht auf die WP geachtet, aber wenn was dabei ist, ruft er Shiny! Okay, und wieder eins dabei, 22,86. Bei euch eins? Ah, das fangen wir doch mit einer Hand. Sehr gut, das ging schnell. Jemand was Gutes wenigstens? 23,30. Was? 23,30. 23,30. Ja, hier draußen, da schnurren die Motoren so laut, deswegen. Bis jetzt noch kein Raid ohne Shiny. Also richtig genial. Der vierte Raid und das sechste? Nee, das fünfte Shiny. Egal. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter zum Schwimmbad noch und gucken, ob wir auf dem Friedhof vielleicht noch was mitnehmen können. Und ja. So, der Deveris ist jetzt auch am Start, ohne zweites T, ne? Und hier beim Schwimmbad an der Arena, jetzt sind wir bei der X-Ray Arena also, saß sogar ein wildes Cognodon, wenn mich nicht alles täuscht, auf Level 35 mit 1500 WP, irgendwas, gleich noch mitgenommen, gelbe Beere drauf. Und jetzt sind wir wieder 14 in der Lobby, weil der Deveris ist ja am Start, ne? Ist ja logisch, wenn wir 13 waren, plus 2 sind es jetzt 14, ne? Ja, da muss man nicht drüber nachdenken, alles gut. Und irgendwie sterben immerzu die Elektroviecher. Vielleicht sollte ich doch mal mit Pflanzen angreifen. Hier irgendwie Bisaflora und Roselia und Tangolos. Das kommt ja auch auf 3000, aber wir gucken mal. Die anderen haben wahrscheinlich oben angefangen, sind jetzt runter. Und an der Kirche haben sich alle getroffen und jetzt wechselt's. Die fahren runter, wir fahren hoch. Und weiter geht's. Der Raid fängt an und mal gucken, ob wieder eine Runde mit ohne Shiny dabei ist. Und wir haben nichts mit 22,84. Richtig schlecht. Jemand ein Shiny? Nee. Jemand was Gutes? Was sind das 100er? 23,51. Ja. Na, 23, 24. Erste Runde ohne Shiny, wie es aussieht. Jetzt aber los. Am besten fangen beim Laufen und Friedhof. So, wir stellen uns jetzt mal hier hin, dass wir noch ein paar Zecken abbekommen. Obwohl, die kommen ja nicht von Bäumen, ne? Die kommen ja nur aus Gräsern, wenn ihr da durchstreift. Eigentlich hätten wir jetzt noch zwei Raids gehabt, aber wir haben jetzt noch auf eine Familie gewartet. Und da werden wir den anderen wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen. Es sind nämlich nur noch 5 Minuten, aber machen den jetzt in Ruhe. So ein Scheißbaum. Weil die ganze Woche ist ja noch Zeit und nächste Woche ist ja auch noch mal Raidstunde. Und da rennt ja nichts weg. Ist ja schon das dritte oder sogar vierte Mal, dass Kyokre da ist. Und eigentlich habe ich genügend Shinies und 100er habe ich auch. Da geht es ja eigentlich um nichts mehr. Der guckt wie ein Auto. Also da geht es um alles, wie man sieht. Hier geht es gar nichts. Und da geht es um noch weniger. Da geht es um nichts und da geht es um gar nichts. Also wir jetzt also auf dem Friedhof, ganz unästhetisch, ne? Wie man sieht. Aber wer macht denn hier auch Arenen hin? 3 Stück an der Zahl. So, 12 Leute sind jetzt noch in der Lobby und dann wird das jetzt der letzte sein und dann werden wir auch schon wieder heimgehen. Trotzdem, eigentlich hat sich der Tag gelohnt. Für uns, außer für den, weil der ist ja eben erst dazugekommen und hat nichts gehabt, aber kann sich ja noch ändern. Wenn nicht, nächste Woche Mittwoch ist nochmal die Gelegenheit. Und jetzt geht's los mit dem Raid. Letzter Raid für heute. So, und das letzte Mal wird nochmal verglichen. Da wird noch einmal alles rausgeholt. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Maße geguckt, nein, auf die WP-Anzahl. Und auf jeden Fall kein Shiny und 22,94, also richtig schlecht. Und dann noch was dabei. Shiny. Da ist noch eins. Da gucken wir mal von oben. Das ist 23,22, glaube ich. Da ist nix. Da auch nix. Und beim Viand auch nix. Gut, das fangen wir noch und dann
dann gehen wir mal heim, beziehungsweise wollten wir uns noch mit dem Franz treffen vielleicht und dem Max mal gucken, wegen Stops einreichen und Bier auffüllen. Und ja, dann war es, glaube ich, schon für heute. Legendäre Raid-Stunde. Nächste Woche Mittwoch wieder. Wie viele Raid habt ihr es denn gemacht? Was ist denn das für ein Deutsch? Wie viele Raids habt ihr denn gemacht? Und wie viele Shinies waren bei euch in der Runde? Hat ja richtig gut angefangen. Jetzt wird es ein bisschen dünn hinten raus. Klingt auch wieder Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.